Ding war weder ein Zwerg, noch sonst irgendein Wesen, von dem ich je gehört hätte. Das gefällt mir nicht. Schon gut, schon gut. Von einem alten Labor namens Amgarak erfahren. Ein Mann aus Orsama hat dort gemeinsam mit einem Magier aus Tevinter versucht, Carradins Forschungen wieder aufzunehmen. Amgarak wurde in Brunkers Notizen erwähnt. Sie hat jedoch nie versucht, dorthin zu gelangen. Was hat sie von dort ferngehalten? Das ist Blut. Das ist zerfetztes Fleisch. Was auch immer wir hier finden werden, das macht mir Angst. Noch eine Barriere. Wir scheinen auf Hindernisse zu treffen, wohin wir uns auch immer wenden. Vorsicht! Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Er ist es. Das ist mein Bruder. Was stimmt nicht mit ihm? Diese Magie, dieses Licht. Ich kann ihn nicht einmal berühren. Rogan, kannst du mich hören? Bruder! Die Schatten, sie flüstern. Was ist das? Irgendein Fluch der Oberflächler? Er ist hier. Ich kann ihn sehen. Er ist noch am Leben. Ich hoffe, ihr habt recht, Wächter. Ich werde nicht ohne ihn von hier fortgehen. Ich werde dich retten, kleiner Bruder. Halt einfach durch. Kann euch nicht helfen, nicht jetzt. Du musst mich verstecken. Ich glaube, wir werden verfolgt. Schalter lenken die Lyriumströme um. Mit unvorhersehbaren Auswirkungen. Sie können die gesamte Umgebung verändern. Es muss Magie sein. Aber unser Verständnis für derartige Dinge ist begrenzt. Wer auch immer das ist, er wurde anscheinend in Stücke gerissen. Oh my God!
Habt ihr das gesehen? Es hatte Hände und ein Gesicht. Ich kenne diese Männer. Sie sehen aus, als wären sie einfach zerfetzt worden. Bei den Ahnen. Was ist hier nur geschehen? Was ist das denn? Es ist gigantisch. Es ist... Ich habe gespürt, wie sich etwas in meinen Eingeweiden bewegt hat. Alles sieht so unwirklich aus. Alles sieht genauso aus, wie Brogan ausgesehen hat. Ich muss zu ihm zurück.